Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Auf das Video haben viele, viele gewartet, weil wir haben ja im vorletzten Video ein Video rausgebracht. Wir haben im Video ein Video rausgebracht? Ja. Okay, krass. Wir wurden angezeigt. Ich wurde angezeigt. Und jetzt haben wir tatsächlich auch das Ergebnis. Wir haben eine schriftliche Stellungnahme zu der Polizei geschrieben, gesagt, dies und das. Was wir da genau gesagt haben, sagen wir jetzt aus Gründen nicht. Aber ich sag mal so, wir haben früher als Kinder, wenn es Essen gab, so, bei uns gab es meistens immer so 13, 14 Uhr Essen, dann lief da immer Richter Alexander Holt und Barbara Salisch, das haben wir mit unseren Eltern geguckt, dementsprechend sind wir beide da top informierte Juristen und da müsst ihr euch ja gar keine Sorgen machen für irgendwelche Spätfolgen. Ich sag auch hier Anwalt Masters. Jetzt kommt's zum Punkt. Leute, abonniert diesen Kanal. Das ist ganz wichtig, sonst kriegt ihr auch eine Anzeige. Nein, Spaß, wäre super freundlich. Liken natürlich wie immer. Vielen Dank für den Support wie immer. Halt, stopp. Freunde, wenn ihr nicht auch einen Brief vom Anwalt bekommen wollt und euer Scooter stillgelegt wird, dann solltet ihr jetzt genau aufpassen. Wie wir euch bereits erzählt haben, sind wir jetzt hier mit Holy gepaart. Ungefähr so fusionsmäßig. Ungefähr so, für die, die es checken. Die haben 7 Arten von Energy-Pulver. Und da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, für 15 Euro so ein Probierpaket holen. Da sind so 14 Proben drin. Also eine so eine Probe ist ein halber Liter. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Freunde, ihr könnt euch natürlich auch direkt so einen großen Pot holen. Da kommt ihr eine Weile mit aus. Ich habe jetzt den mit dem Hai drauf genommen. Der ist mit Erdbeere. Finde ich persönlich am leckersten von den Sorten. Emanuel trinkt am liebsten die Sorte mit dem Bär. Das ist so, ja, so Blaubeer-Kokos-Geschmack ungefähr. Ist auch geil, aber für mich ist der Hai der Favorit. Was man sagen muss, Freunde, da ist kein Taurin drin und kein Zucker und so ein Scheiß. Steht sogar hier drauf. Kein Scheiß. Ich fülle euch einfach Wasser in den Shaker. Dann das Holy Pulver rein. So sieht das aus. Einfach so ein Löffel. Der Löffel ist dabei. Durch das hier rein. Macht das wieder zu. Und dann kann man das trinken. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Wenn ihr halt sagt, yo, immer Energy Drink ist jetzt nicht so meins, auch wenn da kein Zucker und so drin ist. Mir kann keiner erzählen, dass man das nicht mag. Also das ist jetzt hier der Eistee, der ist relativ neu. Der wird empfohlen, mit Eis zu machen. Habe ich tatsächlich noch nicht, weil ich bin da zu faul für. Das schmeckt auch so ziemlich nice. Code SURVIVALMAS5, könnt ihr nochmal 5 Euro sparen. Und ich würde sagen, probiert es ruhig mal aus. Was die ganze Sache jetzt richtig geil macht, ihr habt eine 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Das bedeutet, ihr könnt das Zeug, wenn ihr sagt, yo, ist doch nichts für mich und ihr habt es gerade mal kurz probiert, einfach zurückschicken innerhalb von 30 Tagen und ihr bekommt eure Kohle wieder. Also habt ihr eigentlich nichts zu verlieren. Und dann geht's weiter mit dem Video. Jetzt geben wir euch natürlich erstmal bekannt, was passiert ist und zwar, beziehungsweise was passiert ist, was rausgekommen ist. Zeige mal den geweihten Papyrus vor. Ich weiß ja nicht, ob ich alles hier zeigen darf, aber ich lese euch mal. Ja, du musst das zeigen. Beim letzten Mal haben schon welche gedacht, wir haben schon ausgedacht. Da musst du Adresse zuhalten und dann zeigt das, oder? Ich kann ja. Also, da haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. So. Staatsanwaltschaft Duisburg. Guten Tag erstmal. Hi. Ermittlungsverfahren gegen Sie, also ich. Gegen den auch. Nee, die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht? Nee, nee. Ich bin mir nicht sicher bei denen. Tat, Vorwurf, Straftat 6, Pflichtversicherungsgesetz. Sehr geehrter Herr. Als ob jetzt niemand deinen Nachnamen rausfinden darf. Ja. Das ist jetzt wieder absolut dämlich. Ist doch egal. Das Ermittlungsverfahren gegen Sie habe ich gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Hochdachtungsvoll Amtsanwältin. Vielen Dank dafür. Und, ja, Props dafür. Wir haben unsere schriftliche Stellungnahme abgegeben und haben auch gesagt, wir haben nichts Vorwurfsvolles gemacht. Dass wir in dem Video zu schnell gefahren sind, wie ja von der bösen Person da behauptet wurde, das kann man ja gar nicht nachweisen. Wir haben ja nur GPS-Daten eingeblendet. Freunde, ihr wisst das ja. Ich bin ja extrem sportlich. Diese 35 km/h im Video, die bin ich vorher abgelaufen mit dem Handy in der Hand und habe da die GPS-Werte gemacht und habe die dann später im Video eingefügt. Also quasi alles, was ihr hier gesehen habt, ist alles gefaked. Wir haben hier Greenscreen, ist auch kein echter Teig. Ja, genau. Das ist ja kein echter Teig. Und ja, dementsprechend, ne? Grundsätzlich die Aussage, dass uns das nicht vorgeworfen werden kann, weil wir definitiv, wir wurden nicht geblitzt. Wir können ja alles Mögliche eingeblendet haben, wir können alles Mögliche eingestellt haben, wir können auch gleich alles Mögliche gesagt haben. Und deswegen, ja. Ne? Wir halten uns jetzt einfach mal daran, dass wir einfach irgendwas gesagt haben. Aber wir müssen natürlich trotzdem vorher jetzt aufpassen. Wir wollen nicht nochmal irgendwo auffallen, sei es
Ob es jetzt ein Kammer so schnell ist oder zwei, ihr wisst das selber, wenn man einmal irgendwo... Ja, das muss nicht sein. Und beim nächsten Mal sieht das vielleicht ganz anders aus dann, Freunde. Wir haben ja im letzten Video gesagt, dass das quasi die Konsequenz hat, dass wir solche Sachen wie Reichweitentests im Unlock-Modus nicht mehr bringen. Zumindest nicht hier, vielleicht nochmal in anderen Ländern oder so. Aber ja, ganz kurz, Freunde, normalerweise machen wir sowas nicht, aber wir haben mit dem Wir wurden angezeigt Video 12.000 Aufrufe bekommen, 35 neue Abonnenten und YouTube Money hat es gegeben, 47,70 Euro. Hab gerade nochmal nachgeschaut. Also an den, der uns angezeigt hat, das war eine heftige, danke für die 50 Euro Donation, danke für die neuen Abonnenten, danke für die vielen Aufrufe, du hast uns echt mega supported, schick uns mal deine Adresse, dann kriegst du ein T-Shirt. Dennoch werden wir halt in Zukunft, wir haben ja ganz am Anfang vom Kanal Videos gemacht, wie wir auch mit Scootern schneller gefahren sind, war natürlich auch alles Greenscreen, aber solche Greenscreen-Videos werden wir in Zukunft natürlich nicht mehr machen. Wir denken uns einfach dann scheiß drauf, dann fahren wir einfach nochmal nach Österreich, Mikrofahrzeuge besuchen, macht sowieso immer Bock und machen dann da solche Versuche. Oder wenn wir es machen, ist es gefaked. Ja, genau. Wenn das nochmal irgendwann passieren sollte, ist alles fake. Naja gut, Freunde, eigentlich wartet mit dem Video, bitte zeigt uns nicht mehr an. Und, wir geloben Besserung und ihr zeigt uns nicht mehr an, das ist noch ein guter Deal. Naja, also jetzt mal Spaß beiseite, Freunde. Das ist jedenfalls bei rausgekommen. Ich denke, viele von euch hat das interessiert. Und ich denke... Ich bin ganz interessiert hier. Ein Xiaomi Pro 4. Mit zwei Bremshebeln, 350 Watt. Das Ding fährt fast 45. Der fährt nicht nur... Ja, der fährt... Also der natürlich fährt, nur auf Privatgelände. Ja, ja, der fährt nur auf Privatgelände fast 45. Aber das ist halt wieder so ein geiles Projekt. Und, Freunde, ist mir egal, ob das jetzt einer sieht. Ding hat ein Kennzeichen. Das wird natürlich gleich wieder in Originalzustand versetzt. Und dann machen wir einen Reichweitentest. Den habt ihr schon gesehen. Das Video kommt nämlich zuerst raus. Genau. Schreibt mir, wie ihr den Reichweitentest fandet. Also, wie gesagt, das hat maximal originale Settings, weil können wir nicht mehr bringen. Aber Reichweitentest können wir natürlich trotzdem machen. Ja. Und dann reicht das eigentlich, ne? Ja. Ja, okay, dann ciao. Abonniert bitte uns. Bitte, ne? Danke. Bis später, vielen Dank fürs Sehen. Ich hier erstmal ohne Schwimmen. Ich glaube, da hättest du ein paar Blut. Wobei, meinst du, da sind Blutegel drin? Ne, Kathi war da schon drin. Warum? Weil die ganzen Seerosen rausgeholt hat und die ganzen Wurzeln. Hätte ich jetzt das sah ja richtig krass aus. Hätte ich jetzt die richtig Büschel rausgeholt. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Alter, guck mal, die übelsten Frösche. Ja, ja, richtig viel. Die wollten, Alter, die haben die Wespe gefressen. Jo. Die hast du gesehen? Ja. Der hat die Wespe, Alter. Was? So ein Mini-Frosch hat ja, so eine Mini... so eine Wespe gefressen. Okay, Freunde. Ciao. Tierquälerei. Aber warte. Ich zeig euch nochmal den Frosch, der die Wespe gefressen hat, damit ihr seht, wie klein der jetzt eigentlich war. Hat zwar absolut nichts mit dem Video zu tun, aber ist jetzt auch egal. Das war viele von den Mini-Fröschen. Das Display spiegelt zu krass, aber hier müssten da eigentlich drei Frösche sein, vier sehe ich sogar. Einer von diesen drei Mini-Fröschen hat gerade einfach so eine Wespe weggesnackt. Njam, 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 njam. Heftiger Dude. Okay, bis zum nächsten Mal, ciao.